Und diesen Pfingst, Sonntagmorgen, heute an jedem einen noch sehr willkommen worte von dir war da, du bist. Wir sind dankbar, dass Gott uns den Jesus auf diese Welt geschickt hat. Der Jesus, was sich nie all über 2000 Jahre mit den Menschen aufgegeben hat, so viel Geduld und Genut immer war erwiesen hat, auch in mein Leben, in dein Leben. Du sei wie dankbar für. Und wir beten, dass Gott von dir aus morgens auch war da, durch sein Jesus, in besonders in der Botschaft in Wut für uns alle Wut haben. Von der Uwes Klock saß, lud ich an, wir wollen einen Livestream haben, Wort von Deutschland kommt, das ist ein Hochdeutscher Gottesdienst, in Deutschland sind, als das wäre ein, dort fing es fast, die können allerdings auch noch nicht vollständig taub kommen, die können bloß mit gewissen Menschen taub kommen, so und so viel Kapazität können sie haben. Aber die haben auch einen Livestream Gottesdienst hochgestaltet dort und die haben uns den geschickt, dass wir dort hier dann auch einchecken können, für von der aus Uwes Klag saß, wo der geschickt wurde. Ich freue mich sehr, dass ich anluden kann für nächsten Sonntag, nicht mehr bloß über Livestream, als was Livestream wird wieder ran, dass wir fertig auch gehört haben, aber wir haben die Genehmigung von der Regierung dort, wie um nächsten Sonntag hochkommen können. Du wirst wie Gott verdanken. Klocktieren, nächsten Sonntags Marius. Glut an jedem einen Dutto an, weil wir mit einer dankbaren Einstellung kommen, mit einer Einstellung Gott zu preisen, dort uns heute uns durch diese Zeit geholfen hat, wo wir nicht haben können, taub kommen, in am Beten, dort wie dort Schatzen, Dollarschatzen, was wir nie haben, wann wir taub kommen können, und dort heute an alles und durch alles verherrlicht wird. Mehrwerk wird noch Livestream sein. Die Erklärung war in der WhatsApp-Gruppe, erst in der WhatsApp-Gruppe erschienen. Und über den Freitag, wo wir Jugendstunde haben, Hof, ach, brauchen wir nicht mal über Zoom. Dort haben wir im Gymnasium hier da und so die jungen Menschen ludig Dutto an. Und werden wir auch besonders dafür beten. Werden wir ein Leuttop singen, indem wir wieder gehen in diesem Pfingstgottesdienst. Dort Leute, was wir singen wollen, ist Herr, mein Leben, es sei dein. Was wir dort Leute singen. Dir sei Sitz und Preis gewesen.
Lass wir Gott nun beten, dass er uns in dieser Stunde auch segnen wird. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Pfingsten feiern können. Wir danken dir, Herr, dass du den Jesus geschickt hast, dass du uns nicht allein gelassen hast. Und Herr, wir danken dir für deine Geduld und deine Genut, die den Jesus mit uns Menschen hat. Und so, Herr, wir beten auch von dir aus Marius, dass durch deine Genut, dass du uns wirst, zu uns reden wirst. Und Herr, auch von, in dieser Zeit, wo vielleicht so viele Auflenkungen sind, so viele Dinge uns vielleicht auflenken wollen von deinem Wort, wir beten, dass du von dir aus Marius uns wirst genug geben, dass wir deine Stimme hören können. Ganz direkt und persönlich durch dein Wort. Rede uns, durch die Leute, durch dein Wort. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft, deine Gegenwart, deine Leitung. Wir wollen dich gefallen. Wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen einmal bei dir in der Herrlichkeit sein, du und jeder. Und du, wir Glut wie die an. Sie mit uns in diesem Gottesdienst. Und wir danken dir ganz von Herzen, dass du dir mehlich gemerkt hast, dass wir nächsten Sonntag wieder zukommen können. Und Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir für das Verreich, dass wir dort haben. Dass wir Freiheit haben, das Evangelium überleben. Und dass wir die dein können. Help uns, dort wirklich zu schätzen. Ich bitte noch einmal für diesen Gottesdienst, dass du dort segnen wirst und dass du verherrlicht wirst wollen und dass dein Jesus auch in dieser Stunde volle Freiheit hat und dass uns reden kann und dass mir reden kann. Das beten wir in Jesus in Namen. Amen. Wir wollen ein Leute hören, das heute wie der Töpfer nimmt den Ton. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk. Die Gefäße bringen Ehre, dem, der sie bereitet hat. Lass auch mich so eines sein. Das dir nützt in allen Dingen, brauchbar ist zu jeder Zeit, von dem man weiß, es ist da. Lass mich immer Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk in mir. Lass mich rein und heilig sein, dass du wohnen kannst in mir, denn nur dann kann ich dir dienen. Wenn ich selber werde klein,
du wirst in mir ganz groß. Alle Ruhm soll dir gelten. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk in mir. Nun vollende dein Werk in mir. Wir wollen nun einen Bibelaufschnitt lesen. Wir werden Apostelgeschichte 2 aufschlagen. In Apostelgeschichte 2 werden wir den ersten 13 Vers lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind, und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Sie wohnten aber in Jerusalem Juden, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter den Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt, wunderten sich und sagten zueinander, sind denn nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von der Gegend von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander, was soll das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind von süßen Wein. Wir wollen nun noch ein Leut hier. Und dort leut es, komm, Heiliger Geist. Kräfte, komm mit
Pfingsten, dort erst in Jesaja bekundet Fass für die ganz meisten Menschen, für die Christen sowieso. Und Fass wird wie jeder Jahr holen, ein Tag, wo wir daran denken, wo Gott sein Versprechen hält, in den Helden Jesus ütgeuten dort durch in Jerusalem. Und den Tag wird sich Jesus seine Verheißung erfüllen dort, in den Tag, wo er auf seine Jünger gelehrt hat, auch den Tag, wo 3000 Menschen auf einmal sich bekehren. Und auch dort wie eine Erfüllung von der Prophetie, wo er sagt, in einem Tag ist eine ganze Nation geboren worden. Durch dort, dort der Helge Jesus ütgegutten wir in deine Menschen von den Sünden überführt, in den Menschen sich bekehren deiden. Aber das, wenn wir an das denken, dann ist das nicht bloß in der Geschichte, wo du für damals wir, wo du damals passieren deid. Gott will auch von dir, die in mir, mit seinem Jesus auch erfüllen. Und das ist nicht bloß dort, er will, und wenn wir nicht tun, ja, das ist hier auch okay. Dort ist ein Heilsplan Gottes, wenn dort er uns mit seinem Jesus erfüllen will. Und dort ist für uns. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39, dort ist die, wo Petrus predigen tun und die Menschen die fragen dann, was soll ich tun? Und nun kommt die Antwort, Apostelgeschichte 2, 38 und 39, Petrus sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt es die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Hast du bemerkt? Jünt er noch all die Kinder und all die, was Gott rufen wird, für die erste Verheißung. Das meint für die und für mich auch noch. Wenn die erste ruft von dir auch noch. In im Neuen Testament, du lest wie immer war er, dort der Apostel, wo das erlebt haben, immer war er auch durchaus reden deuten, auch ermutigen deuten, dort die Geschwister und die, wo sich nur Jesus bekannt haben, dort sei sich ganz Gott übergeben sollen und dort sei mit dem Jesus erfüllt worden sollen. Zum Beispiel, Epheser 4, Vers 18, du sagst, und berauscht euch nicht mit Wein, was zum Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. So, unser Leben soll von den Helden jetzt erfüllt sein, in dort soll die Kraft in uns Leben sein. Jesus selbst, der sagt auch in Johannes 7, Vers 38 und 39, Johannes 7, 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. So der Heilige Geist im Leben dort Ströme jaft, wo dort Leben rührt ran, in andere auch einluden, um Jesus zu kommen und dort diese Kraft, diese Leib, diese Frucht in uns Leben in andere Menschen erleben, dann kommt. Und nun mein Besäumnis,
Es kriegt das Nummer 1 Bedürfnis, was wir auf dieser Welt haben. Nicht bloß eine Welt, ohne die Christenheit. Nummer 1 Bedürfnis, dort Menschen, die sich nur Jesus sie nun nennen, dort sie wirklich von und durch und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Dort sie geratste Bedürfnis. Das ist einer von den Pionieren, die gesagt soll haben, er sagt, jef mir 10 Menschen, wo ganz mit dem Heiligen Geist erfüllt sein hat, wo mehr mit den 10 anfangen, was mit 100, wo du diese Kraft nicht hast. Wir brauchen diese Kraft. In der Frau von der Marius, es, hast du diese Kraft? Bist du all mit dem Heiligen Geist abgefällt. Und ich würde wirklich, Leute, so, ich würde wirklich tauruden, nehmt diese Frau nicht überflächlich. Denkt du immer nur, Frau, Gott wirklich. Ich frau nicht aus, die dir dort erklären kannst. Ich frau nicht aus, die Bibel fährst, über den Helden Jesus Gott. Ich frau nicht, wie lange du unter die Kirche gefahren bist. Ich frau, hast du diesen Helden Jesus? Hast du diese Kraft? Und ich frau nicht aus, ich dort behaupte han, die Frau, und wo wir dort meten es, kriegst es wie im Baum meten, was vom Baum dort es, nur die Frucht noch. Und die Frucht, es ist die Frucht in uns Leben. So ist dort ein Leut heute, ziere dein Wandel die Lehre, die herrliche Lehre des Herrn. Lebst du vor ihm völlig heilig, fragest du ihm oder folgest du ihm immer gern, dass, wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen. Er ist dort ans Leben. Nicht bloß, was wir bekamen, die Frucht, dort wurde er unkannt. In Johannes, in Galater, entschuldigt, Galater 5, 19 bei 52, du hast wie ein Bild von den 2 verschiedenen Früchten, die an mir in deinem Leben sind. Galater 5, 19 sagt dort, klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Das ist und dann aus den Menschen sich Christen an oder nicht, wenn diese Frucht du gefunden hast, dann sag Gott das Wort, dann täuscht dein Hort nicht. Du weißt nicht, ob man reichen war. Wegen der Frucht erst nicht du. Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dort, wo die Kraft von Helden Jesus ans Leben bewirken war. Es diese Frucht in dein Leben zu fängen. Hast du diese Kraft? Eine Gedanken, wird wir haben, der Wert, wird wir sein, ein Stahlung, wird wir verteilen, die in der Hand, Dinge, wird wir tun, Dinge, die wir nur streben, all das, die Frucht ist der du. Gott will dort Menschen seine Kraft haben. Dort sei du dich wirklich auch am Verherrlichen in das Leben. Wenn dort ja wie bloß dann, wenn der Geist uns verletzt und uns leiden lässt. Anders, wo wir dort nicht in eigene Kraft kennen, dort wir Gott verherrlichen in uns Leben. So, von der aus Marius, weil wir die Frau behandeln,
wo kann wir den Helden Jesus kriegen? Oder wo kann wir die Kraft von den Helden Jesus in uns Leben kriegen? Wir hören am Freitag mit der Jugend auch all das Thema der Kraft von den Helden Jesus. Wir kicken dann ab, wo wichtig der ist, wo wertvoll der ist, wo Jesus dort immer war, ungestrickt hat. Und ich sehe die jungen Menschen zum Schluss, in wann die Weiten waren, wo wie diesen Helden Jesus kriegen kann, dann horcht Sonntags Marius. Wir mit Gottes Haupt, weil wir dort diese Frau beantworten und betrachten. Wo kann wir den Helden Jesus von dir erleben in kriegen? Das erste Wort, das ich erwähnen will, ist, wenn wir die Bibel lesen, die Einzelheiten, was passiert, wann der Mensch den Helden Jesus kriegt, Einzelheiten, die sind sehr verschieden. Zum Beispiel, hier bei Pfingsten, da ist ein großer Wind, und dann sind du, es ist, wenn du vier Flammen sind, wo du raufkommst, und die fangen an, mit Tung zu reden, und so weiter. Charakter ist dort, es ist nicht euer und nicht Luther passiert im Neuen Testament. Wenn wir dann lesen, wie Cornelius, Petrus war eingeladen, um Cornelius zu kommen, durch zu predigen, währenddem er predigen, da hat eins voll der Helden Jesus rauf und sie werden alle voll vom Helden Jesus. Auch einzigartig, ganz anders, der Einzelheiten. Da unten steht in Samarien, da haben die Menschen Jesus auch genommen, die reisende Jünger durchan, in der Früh und heilen den Helden Jesus, und die kriegen sie sehen, wie wissen euch, dort ist so ein Teuf. Und dann leden sie den Hang ab und dann kommen die Helden Jesus ab ihnen ab. War da noch eine andere Einzelheit, wo das passiert? Und ich sage das als Ermutigung, wenn einer kann zuleich dort einer sich durch und vorsorgt, dort einer kriegt, wo die Jesus gekriegt wird, oder wo die erlebt hat, oder wo die dort erlebt hat, von einem Menschen, wo doch abrechtlich sind, die seine Sonnenerlebnis hat er nicht gehört. Die lesen vielleicht auch von Pionieren, wo sie erlebt haben, wo sie wirklich diese Kraft gekriegt haben, und die denken, na so, hat er nicht, dann hat ich wohl den Helden Jesus nicht. So, die Einzelheiten, die sind sehr verschieden, aber du sind Grundbedingungen, wo du immer dasselbe machen sind. Dem Mensch wird das vielleicht nicht einmal so erklären, aber die Bedingungen machen du so, wann der Held ja Jesus ein Leben nennen kommen kann. Und das erste ist, der Held ja Jesus, der kann ein Wort bloß und reinet hat, erfällt. In Johannes 14, Vers 17, du sagst dort, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Helden Jesus wird eine Person von der Heiligen Dreieinigkeit erst. Der Wort in Korn nicht in einem Hort wirklich sich tüß merken, wo du noch sinnhaft erst, wo du noch schwinsch erst von der Sinn. Bloß ein Hort, wo du Gott all, wo Gott all haft könnt rein wurschen. In Epheser, du sagst, er werdet voll Geistes. Wenn wir dann im ersten Kapitel lesen, sein, um wem Herr geschrieben hat, du schrift hei den Heiligen zu Ephesus. So, die Brief, wir und die, wird all gläubig, wir und gerechtet. Und du, wen können auch sagen, werdet voll Geistes. Merkt diesen Schritt. Wer noch in Sinn lebt, der hat den ersten Schritt merken, wo Petrus so gesehen, was sage ich aus der Früh und was sage ich da und der erste wird tut Buße. Und dann lud ihn deuten, und dann wollte ich den Helden Jesus empfangen. Der erste Schritt ist in reinet Hort. Und das ist ein interessantes Beispiel im Olden Testament, ich weiß, im Olden Testament ist, wo der Jesus durchgewirkt hat, ist anders aus dem Neuen Testament, ob so was, du auch durchgewirkt hast. Aber wir können sehr interessant in Telat und Trüget Bild sein, wo der Held ja jetzt am Hort wohnt, wo du rein und Gott wohlgefällig ist. Zum Beispiel Saul. Als Gott am erwählt hat, als er demütig war, hat er am dem König gewählt. Und dann lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 9 und 10.
Als er nun seinen Rücken wandte, der Saul, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an denselben Tag. Als sie an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar Propheten entgegen. Und der Geist Gottes geriet über ihn, so dass er mitten unter ihnen weissagte. Worum wird Gott am jüdischen Unterricht heute gegeben haben? Interessant. Ein anderes Wort, ein anderes Jahr, auch Eva Arm, dort habe ich auch weissagen können. Aber, denn nun dann lesen wir, und dort so trüdig, dort habe ich selbst mal sein, 1. Samuel 28, 15, der Jahr ist von mir verschwungen, gewichen. Warum? Weil wir Gott ein Jehusam gewahrt. Einmal war er wahrer Spannstich gewahrt. Stolz in eigen sein, und dort alles wie ein Hund, nie Eva, nie er Hund genommen, und nun lebt er nur noch. In der Jes wir von Abend, wir nicht mehr du. Warum? Der Jes kann nicht in ein Leben, in ein Hort sein, wo, noch, wo der Sinn herrschen wird. Du wegen der erste Schritt, wenn du die Kraft von Helden Jes weißt, ist, tue Buße. Lud Jesus den ganzen Hort reinwaschen. Alles weichwaschen, wo das Hort an rein merkt. Dort wie dann nicht mehr von dieser Welt sind, wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. So, das zweite Ding dann ist, der Heiliger Jesus, der kann nicht in Hort erfahren, wo du noch voll von sich selbst ist. Das ist wirklich logisch. Wenn wir einen Kuffel haben, wenn wir nur Kokabern haben und du werden nicht schmacken, chloriert wird das Wut an den, euer dort Wut an den kann mit der Koka, du ihr schreit. Und das ein Bild, wo wir dort Fleisch nahen, dort wir losluten, machen von dort Fleisch. In Galater 5, Vers 17, du beschrift Paulus den Kampf, wo der Mensch hat. In Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder den Fleisch, dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. So ein sehr frustrierendes Bild. Uns einer jetzt, die verdorbene Natur, die Menschlichkeit, der hat auch einen sehr starken Willen, und der will auch was sein hier, aber das ist jeden dort, wo der Heiliger jetzt will. Und wenn das jetzt uns regiert, uns einer jetzt, dann wollen wir nicht tun, was die wirklich wollen, und das ist, was der Heiliger jetzt will. Und auch in Römer, du sagst, Paulus auch, redest du auch von, ich tue nicht dort, wo ich will. Da war ich nicht wahr, da tue ich. Warum? Wegen von der, wenn ich von dem Fleisch und von der verdorbenen Natur getrieben wurde. Das ist ein sehr schweres, kompliziertes, frustrierendes Bild. Und das sind dann auch Bilder, Menschen merken sich ab und sie wollen Gott dahin, aber dann kämpfen und dann sagen sie, war er ein, und dann war er abstuhen, dann war er du, Handvoll und Hahn und Dreh. In sind so frustriert, wenn die Kraft nicht vollständig du ist, wenn sie noch nicht sich selbst ganz losgelogen haben. Nicht alles einfach gesagt, Herr, nimm du alles in deine Hände. Herr, mein Leben, es sei dein. Und dort ist ein bisschen so, wenn wir in Fortig proben, ohne Gas zu brücken, dann hat immer geschoben, er hat hier ihr schlaft, wenn es dann mit bei aufgeht, wenn es leicht ist, ja, dann kommt das Fertig auch fern vorab. Aber wenn man mit schwer wird und mit einfach abgeht, dann hält das Fertig gut still. Von daher ist die keine Triebkraft. Christenleben, wo du dann mal Prüfungen, Kämpfe jäften soll, dann kommt das Fertig zum Stillstand, wenn die Kraft von Bern nicht kommt. Die Kraft des Heiligen Geistes nicht die Bewegung ist. Aber wenn den Galater 5, Vers 24 dann lesen, du sagst dort, und du gibst dort die Lösung für das Problem am Horten von dem Fleisch gegen den Heiligen Jesus. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. So, wenn wir Christus angehören und wenn wir am Folgen waren, dann macht wir dort Fleisch kreuzchen. Dort nicht mehr gegen den Jesus so stark kämpfen dort. Weil klar sein, Versuchungen, wo wir immer haben, das sind da und von daher.
Er wird wieder. Aber wenn wir ganz loslassen und das Fleisch kritisieren, dann hat das Fleisch nicht mehr so eine große Macht über uns. Das, wenn wir noch nicht wirklich sind, loszulassen. Und ich glaube, gerade das ist der Punkt, warum so viele Menschen den Heiligen Jesus oder diese ganze Kraft noch nicht erlebt haben und sich auch weigern, dort unternehmen. Wenn das loslassen, dort ist so schwer. Dort ich mit Vertrauen. Loslassen über mein eigenes Leben, loslassen über meine Familie, loslassen über mein Geschäft, loslassen über meine Wirtschaft, mein Leben, Herr, mein Leben, es sei dein. Dort wirklich so mein. Und dort Fleisch will dort nicht. Und dort ist der Grund, warum Paulus dort gesagt hat, wir machen dort Kritzchen. Einmal, dort post sei ein Fan mit dem Bildtaub, wo Jesus für uns die Kritik ist. Aber zweitens bedient dort auch dort das Wei. Dort Fleisch, der dort Wei, wann wir uns so oft sein um Jesu Willen. Aber trotzdem war ich, wo wir wirklich die Kraft vom Buben kriegen, in so Leben aus Heuwel, beständig. So, das Fleisch wird immer wahrer. Hier und du wird noch immer wahrer siegen, wo wir so eine Dinge tun, wo wir nicht wären. Und du hing in Römer 12, Vers 1, du sagst dort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Sind das ein Bild, wo der Brocken dort, wo auch im Alten Testament, auch im Schottenbild, auch der Fingen ist, von dort Brandopfer. Wir haben gesagt, viele verschiedene Opfer. Ein von dort wir Brandopfer. Ein Brandopfer, dort wir ein freiwilliges Opfer, wer immer dort bringen will. Der muss ein Tier bringen. Das Erste, was ihr tun wollt, die Person, die das freiwillig braucht, muss seine Hand ableihen. Und der Priester wird seine Hand auch ab das Tier ableihen. Und dann wird das Tier getötet. Laut gemerkt. Und das Blut wird dann genommen und wird besprengt, aus dem Symbol, dass das Blut dort nicht rein gedeiht. Und dann wird das ganze Tier wird gewaschen, dass das Fein rein wird. Dann wird all dort am Altar abgelegt und dort wird ganz verbrannt. Und dort ist, wenn wir 3. Mose 1, Vers 9 beilesen, das ist ein Feuer zum süßen Geruch des Herrn. Und Römer 12, Vers 1, ein vernünftiger Gottesdienst, würde es ja sein, ein süßer Geruch des Herrn. So, wie kommen nun Gott, wie tun Buße, das ist der erste Schritt. Hei uns reinwaschen dat. Zweitet es, dass wir uns dann selbst ab dem Altar ableihen. Nicht mal ein Dodget Opfer, dass der Heilig dort erst soll gewaschen, rein, Gott wohlgefällig ist, aber dort lebendig ist. Dort wie für Gott leben. In ab dem Altar sind. Der Rubbel mit dem Leben, das Opfer ist, dort waren wir nicht abhosten, dann konnte das Leben die Opfer von dem Altar raufrutschen. Man will einmal vielleicht auch ganz losgeluten haben, weil immer war er noch handelt, wie war er an sie eine, dort leben und alles an sie eine hängen nehmen sollen, nicht ganz losluten. Dafür macht wir abhosten. Dort wie uns nicht wahr von dem Altar raufnehmen. Jürgens macht, wie du Hand kommst, dort wie uns am Altar anleihen. Und wir reden nur davon, dort wie Gott uns Leben übergeben. Und ich weiß auch, wo du gemeint hast, ich habe das selbst auch so ist dort gesagt, aber in Wirklichkeit je wie Gott nicht. Gott jehiert alles. Er hat auf der Welt gemerkt, er hat auf die und mir gemerkt. Zweitens hat er uns auch durch sein Blut gekauft. Aber er hat uns das Wohl, was wir dort tun, was eigentlich am Gehirn ist, sowieso. So, wenn wir Gott einfach ans ganze Leben bringen, dann nehmen wir unser Hang bloß von dort los, was rechtmäßig Gott sowieso all Gehirn ist. Ihr seid teuer erkauft mit seinem Blut. So, wir luten bloß los und sagen, Herr, nimm du mein Leben in deine Hand. Und gib du mir die Kraft. Hast du dort all getan? Ich frage mich, was du dort behaupten darfst.
Bewies dein Leben dort, dass du losgelassen hast von dir selbst. Wenn Menschen, die gegen Eva kommen, wenn Dinge nicht so kommen, als du weißt, wo reagierst du dann? Was für Frucht hängt in deinem Leben, in der Familie, in der Ehe, wo immer wir sind? Jetzt nicht bloß darum, was wir bekennen oder was wir im Kopf wollten, was leben wir üben. Hast du die auch wirklich Gott übergeben, durch dein Denken, dein Mühl, dein Hort, deine Wundel, alles Gott übergeben ist? Dort wird Gott will. Erster Schritt ist Buße tun, dort haben unsere Sinn weichwaschen wird. Zweiter Schritt ist, dort wir von uns selbst loslassen, dort wir larig sind. Und dann, wenn wir dort getan haben, dann ist bloß noch ein Schritt. Und dort ist, dort wir Gott nur noch freuen. Dort haben uns Sinn Jesus geben wird. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gott gefällt mir. Ich habe jahrelang, da habe ich nicht so Predigen gehört, aber den Eindruck habe ich gehört, wenn ich falsch abgenommen habe, dort einer ist, wo man Gott prachen muss und endlich, wenn einer am Eva reden kann, dann würde er gut sein und würde uns den Helden Jesus geben. Aber hier, dort ist nicht, wo er hier sei. Er sagt, wenn Jesus Eltern, wo du auch Menschen sind und die sind arg, die tun, was gehört für jene Kinder, wenn die bloß kennen, wofür mehr wird Gott den Helden Jesus geben, der wird am du nur freuen. Aber die Bedingung ist, dass wir wollen in unsere Bibelversion den zusammen in den Kontext nehmen, redet Wort, ihn von uns eh Leben losluten. Dann kann er mit seinem Jesus in uns Leben ankommen, in seine Kraft. Und weil es wird bloß wirklich dann, wie Jesus Herr nahm, wenn wir losluten haben. Und ich rede wie von einem Radar, aber Herr, können wir am gereichsmäßig bloß dann nahen, wenn wir losgeluten haben, wenn wir Jo sein, zu sehen werden. Dort, wo er will. Dort ist ein Teil von dem Heilsplan, was Gott für uns Menschen hat. Unsere Sinn aufwaschen, dort wir uns von uns losluten, uns ehnet, Eck in alle, dort wir dort Kriechen zu ziehen schüben, in Gott freuen, dort haben wir uns mit seiner Kraft erfahren. Dort wir dann in seine Kraft in das Leben wohnen können. Dann kann Mensch, Gott den Menschen wirklich für die Ewigkeit brücken. Guck mal, was würde die Jünger brücken können. Und dann, ich gelehrte Apollos, die wenn ich gelehrt haben, die von den anderen Jünger, mir nicht üht. Gott brückt die Kraft für so und wo sie wir. Die unterscheidet wir. Sie haben die Kraft. Hast du diese Kraft in dein Leben? Wenn nicht, der kostet die Hand. Das ist eine Verheißung, die Gott gegeben hat für alle Generationen, bei der Wahrheit er kämpft, für alle, die Gott rufen hat. Früher haben wir die Unlustige geholt. Hat. Dann lud los von dieser aus. Und dann früher an, da hat die wohl abfallen, mit seiner Kraft, ganz. Und dann wirst du erleben, wo Gottes Gegenwart wirklich ist. Wenn du Gottes Plan für dich und auch für mich. Und ich weiß, du sind, wenn ich von dir rede, du sind Ängste, die hier und du den Menschen vielleicht kennen haben, wo die Menschen daran hindern werden, sich ganz loszulassen, ab Gott zu verlassen. Das erste ist vielleicht, was Menschen sagen, oder die Frau, oh ja, was von Gott dann von mir verlangt, dass ich alles verkaufen soll und ich soll Missionar werden in Afrika und du ist, wo ab so eine schwere Wehr am Fallen soll, wo dann? Könnte passieren. Aber die ganz meisten Menschen ruft Gott nicht so dort. Die ganz meisten Menschen, weil er einfach im Weicheldach so brücken, was ihm dort gefällt. Dort wie die all diese Dinge in eine göttliche Weise tun, dort wie im Weicheldach
ein Licht sein, was Menschen nur Jesus tragen werden. Aber, was ich dir sage, wenn du eine Angst hast, erstens, du brauchst keine Angst haben, die einfach an die leuchtende Fuhrerarms zu leihen. Die Fuhrerarms, was sie in ihnen sehen, losleiten zu dieser Welt, und die einfach kommen können, um für uns zu sterben. Was sind diese Arms? Und was du dir begeben lässt, wenn du sagst, Herr, ich lud los und je, was ihr die dort. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wofür mehr? Ich brauche nicht Angst haben. Zum Beispiel, wenn aus Fuhrer und ihrer Mutter, wenn wir uns feststellen, dass du vielleicht einen Teenager hast, wo du gegen Ohren essen, und alle Hursam und so weiter, was, wenn der ein Tag wird kommen und sagen, Mom und Papa, ich habe das Ehe sein, das ist mir leid. So gegen Ohren wir. Von den Ohren, was immer ihr sagen, ist mir gut, ich will ihr Hursam sein. Was willst du dann als Vater oder als Mutter? Willst du sein, so, nur ich ist mal schwarste, ekligste Arbeit finden, sein musst du wirklich? No. Du willst sein, wie ein Kind, Dankeschön, und ich will dir bloß dort geben, was wirklich zum Beste für dich ist. Was nicht einmal leicht sein, wo bloß dort, was der Beste ist. Wofür meier der himmlische Vater, und wie uns ganz in seine Arms leihen, jaft er uns bloß dort, wo abgelenkt von der Perspektive der Ewigkeit für uns der Beste ist. So, du brauchst nicht Angst haben, die einfach in Gott seine Arms nennen zu lassen. Zweitens, nun reden wir um Freitag, Olfan. Wenn Gott uns eine Abgabe gibt, dann wird er uns auch Freiheit geben. Wenn er eine besondere Abgabe gibt, ist, wo er meint, die Richtung von uns Leben zu ändern, eine Mission, oder was immer dort ist, oder was immer, wo immer Gott uns brücken will. Gott gibt die Ausrüstung in der Freiheit. Die Ausrüstung, die kommt meistens nicht euer wie Jo gesagt haben. Aber die kommt, wenn wir losluten. Ich erwähne am Freitag all los Joran Tremo von einem Jahr, was auch voll in ihr Leben fehlt nach dieser Kraft. Sie hat das nicht. Sie hält noch Fuß. Sie redet mit einem Prediger und der Prediger, der frucht dann, na, wo und wo hältst du Fuß, wo hast du Angst? Und sie sagt, keine Angst, dass Gott mir auf ein Wort aus Missionaren gebrochen werden. Und er redet davon, wo Gott halten wird, Freiheit schenken wird, und wenn wir loslugen, in der jungen Jahr können sich durchbeten, können loslugen. Einige Monate verging, der Prediger traf diesen Jahr, war er, und er sagt, das Gesicht dort strahlt. Und er fragt, na, was ist das? Sei ein Fan. Und sie sagt, weißt du was? Du wirst nicht glauben. Wobei wir heute um nach Afrika reisen, um dort ein Missionsfeld zu sein. Und er kann mir meist nicht aufhören, was immer endlich losgeht. Wollt mir die vielleicht nicht so sein? Gott wird die wahrscheinlich nicht nach Afrika rufen, aber er ruft die im Wackeldach in Licht zu sein. Wo das auch nicht einmal leicht ist. Wir haben also bei uns Krieg, wo wir im Wolkenlach sowieso sind, Menschen, die uns noch viel Dollar kennen aus dem Missionsfeld, es soll hier tüß schwan da, wirklich ein Licht zu sein aus dort. Dort kann wir kommen, die kennen uns nicht, hier kennen die uns. Und hier beständig ein Licht zu sein, tut der Bruch wie, es ist Jesus, so ja, wenn ich noch Dollar, Gott sei eine Kraft. Er wird die Kraft geben, der dort wird er die Brücken will. Du brauchst nicht Angst haben. Noch einmal die Frau, hast du diese Kraft von Buben erlebt für dich? So ist der Jünger dann früh und aus der nur Samarien kam, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Hast du das auch getan? Hast du losgeluten? Der erste Schritt ist, Gott um Vergebung fragen, dort er die alles zu Gott hält und reinet hat. Zweiter Schritt ist, Herr, mein Leben, es sei dein. Lass dies ganz geheiligt sein. Hast du dort all die tun? Gott gefragt. Wann ja,
weißt du, von der noch ab den Altar, er ist dort, das Opfer rauf gerutscht. Und einige Dinge war er angefangen, selbst vorzuhauen. Pfingsten, wie der Heilige Geist kam, um dort Gott selbst an den Menschen antragen will. Das Neue Testament nicht mehr im Tempel, im Gebiet, aber im Hort von jedem Mensch. Dort, wo Gott leben will. Und das Überwältigen, wenn du mal betrachten, das Wort dort aufgehäuft, oder wo dort sagt, wenn der Heilige Jesus, wenn Gott selbst im Tempel oder in der Stiftshütte nenntrag, du kannst kein Priester, keiner kann du im Tempel sein. Das selbe Jesus, der will nur in dem mein Leben sein. Wird von uns gebaut. So, wenn du den nicht erlebt hast, da würde ich die Taurüden von dir mit Gott über zu reden. Sag ich mir, ein Renet Wort, losluten von all Lord, sein Haar, mein Leben ist dient. Fäll mir mit deiner Kraft. Ich will nicht bloß ein Deutschnetz Christ sein. Ich will ein Christ sein, wo die wirklich deint. Wo die wirklich alle wegen Brücken kost, wo du mich haben wirst. Diese Verheißung, die ist für uns von dir noch jährlich. Und dort ist, wo die Christenheit ganz mischte von der Brücke ist. Diese Kraft des Heiligen Geistes. Wegen wann die Kraft du erst, dann kann Gott dir hier an einzelnen am Wolkeldach durchleiten und so leiten uns heute Welt und du mit dann auch sein Ziel erregen. Enoch, wann wir dann noch taub kommen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Dort durum wir Jesus dort zu dauern. Und ich bete, dass der Heilige Jesus wieder zu uns reden wird in dieser Botschaft, dass wir dort nicht bloß weiten, aber auch wirklich erleben wollen. Angetan mit der Kraft aus der Höhe. Möge Gott das Wort und uns segnen. Amen. Wir wollen noch einmal Zeit nehmen in Taub beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du losläutst und den Sehen auf diese Welt schickst. Und Jesus, du läutst auch von dir selbst ganz los. Und du hilfst ihn in Leben für uns. Und du wegen erst ein vernünftiger Gottes deins, wenn wir auch losluten. Sein Herr, hier ist mein Leben. Und Herr, ich bete, dass dein Jesus mocht ich dir guten wollen in mein Leben, meine Familie, in unsere Gemeinde, in unsere Umgebung. Dort zu sein, erst die von dir jetzt gelehrt wurden, dort du wirklich auch wirken darfst, dort du zum Ziel kommen kannst, wo immer und wo immer du wirken und schaffen darfst. Und dann habe ich gebetet für so eine Menschen, wo du vielleicht mit Kämpfen dort loszuluten und dort schwor erst, du musst dir ihren Kraft geben, einen Sieg geben, dort sie dort tun können, losluten können, dort sie dann nur die kommen können und ihr Leben damit den Jesus erfällt erst, dort sie an dieser Kraft dann auch leben können. Herr, darum beten wir. Wir beten für diesen Pfingsttag, wir beten auch für den Ufen Gottesdienst, von der aus Uwes, wo du gestrahlt wird wollen, wir beten nur dort auch alle wird, zum Sehen sein. Wir danken dir, dass du so gnädig und geduldig mit uns bist. Wir beten das alles in Jesus' Namen. Amen. Amen. So, zum Abschluss wollen wir noch ein Leuttaub singen. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Ich bin der
Hallo ihr Lieben alle und willkommen zu unserer Kinderstunde diesen Sonntag. Wir freuen uns, dass wir wieder auf dieser Weise mit euch zusammen sein können. Und wir wollen zuerst, bevor wir weitermachen mit Geschichte und Lied, wollen wir zusammen beten und Gott bitten, dass er uns auch in dieser Kinderstunde segnen möchte. Wir wollen unsere Hände falten und unsere Augen schließen. Lieber Heiland, hab Dank, dass du so gut zu uns bist, dass du uns so viel schenkst, dass wir nicht verdient haben, aber wir sind dir dafür von Herzen dankbar. Segne uns auch heute in dieser Kinderstunde. Hilf alle Kinder, alle Familien, alle anderen, die auch zuschauen. Sprich durch deinem Wort zu uns und hilf, dass wir dir in allen Dingen Freude machen könnten und dir von Herzen dankbar sein möchten. Wir lieben dich, Heiland. Amen. So, wer von euch mag Geschenke? Habt ihr schon mal sehr auf ein Geschenk warten müssen? Habt ihr schon mal geschaut, ob ihr das Geschenk finden könnt und da ein bisschen reinschnüffeln, bevor es Zeit ist? Ich denke, das haben manche von euch, von uns bestimmt gemacht.
Und mögt ihr gerne warten, besonders wenn ihr wisst, dass etwas ganz Besonderes kommt? Werdet ihr manchmal ungeduldig beim Warten und sagt, wie lange muss ich noch warten? Oder wenn wir auf dem Weg irgendwo hin sind in einem Auto und ihr wisst, es wird noch eine Weile dauern, aber ihr sagt, Mama, Papa, sind wir schon bald da? Wie lange müssen wir noch warten, bis wir da sind? Warten ist für uns schwer. Für uns alle, für euch als Kinder, für uns als Erwachsene, warten ist schwer. Wisst ihr, dass die Jünger in der Bibel auch warten mussten? Seht ihr, Gott hatte ihnen Jesus hatte, als er auf Erden war, hatte er ihnen ein ganz besonderes Geschenk versprochen. Wisst ihr noch, was das Geschenk war? Jesus hatte ja gesagt, ich werde von euch weggehen und ihr könnt euch dafür freuen, weil ich weggehen werde, ich werde euch einen Helfer, einen Tröster, den Heiligen Geist senden. Das war ein ganz besonderes Geschenk, eine Gabe. Dieses Geschenk, sagte Jesus, das will ich euch schenken. Aber ich kann es nicht schenken, wenn ich noch hier bin mit euch. Seht ihr, Jesus war ja ein Mensch. Er kam auf Erden, aber er war nur ein Mensch. Und die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung sollte auf die ganze Welt gehen. Und Jesus als ein Mensch konnte ja nicht auf der ganzen Welt sein. Deshalb sagte er, ich will euch den Heiligen Geist senden, dieses Geschenk. Und der Heilige Geist, der wird für immer bei euch bleiben. Der kann überall sein. Der wird euch helfen, der wird euch erinnern an dem, was ich euch sage. Und dann wird die Botschaft in der ganzen Welt gehen. So, letztens haben wir gefeiert, dass Jesus zum Himmel aufgegangen ist. Und Jesus sagte die Jünger, ich gehe jetzt zum Himmel, aber ihr sollt in Jerusalem warten, bis dieses Geschenk, das ich euch versprochen habe, kommen wird. Ihr sollt warten in Jerusalem, bis ihr mit Kraft angetan wird, bis diese Kraft des Heiligen Geistes kommen soll. Geht nicht von Jerusalem weg. Hört nicht auf mit Warten. Wartet, das Geschenk wird kommen. Und dann könnt ihr ausgehen und mein Wort weitertragen. So, dieses Geschenk, das wird kommen. Das habe ich euch versprochen. Darauf könnt ihr Zuversicht haben. So, die Jünger, nachdem Jesus zum Himmel gegangen ist, die Jünger haben Jesu Wort befolgt. Sie gingen zurück nach Jerusalem. Und sie waren alle da zusammen, die Jünger und die Frauen und Jesu Mutter und auch Jesu Brüder, die jetzt auch an ihm glaubten. Sie waren alle zusammen. Meint ihr, das Warten wurde für sie auch schwer? Was denkt ihr? Ich denke eigentlich nicht. Ich denke, sie hatten so viel zu erzählen. Jetzt glaubten auch Jesu Brüder an ihn und Jesu Mutter war da und die Jünger und sie haben immer wieder davon gesprochen, was Jesus ihnen gesagt hatte und wie das alles, wie diese Geschichten passiert sind, was Jesus getan hat und wie er wieder nach seiner Auferstehung zu ihnen gekommen ist. Sie hatten so viel zu erzählen und sie beteten und sie warteten auf diese Gabe. Und eines Tages, da kam ein besonderes Fest für die Juden. Das Fest hieß Pfingsten. Und das war ein Fest für das Volk Israel, wo sie Gott ihre Dankbarkeit zeigten für die Ernte, die er gegeben hatte. Aber das ganz besondere Fest, was die Jünger jetzt feiern würden, war noch etwas ganz Besonderes. So die Jünger und die Frauen und Jesu Brüder und seine Mutter, sie waren alle zusammen. Und auf einmal kam ein ganz großer Wind. Aber das war nicht ein Wind, das war so ein Geräusch, das hörte sich so an wie ein Wind. Das kam vom Himmel und es füllte das ganze Haus, wo sie waren. Wow, sowas hatten sie noch nie erlebt. Und dann kam noch etwas ganz Besonderes. Es kam etwas, das aussah wie Zungen von Feuer. Das war aber nicht ein Feuer, das brannte. Das sah nur so aus wie Feuer. Und alle, die da waren in diesem Haus, sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und auf einmal, sie sprachen in anderen Sprachen. Andere Juden, die
von anderen Ländern da waren. Sie waren nach Jerusalem für dieses besondere Fest gekommen und sie hörten, hier geht etwas zu, das sie noch nie gehört haben. Und sie kamen da und sie hörten, wie diese Jünger, die alle die aus Galiläa waren, die sprachen ganz verschiedene Sprachen. In der Bibel werden aufgezählt 15 verschiedene Sprachen von Menschen von 15 verschiedenen Ländern. Stellt euch nur vor, das ist als ob jemand jetzt sprechen würde und da wären Leute da, die nur Englisch, nur Spanisch, nur Japanisch, nur Chinesisch, nur Deutsch und noch 10 andere Sprachen verstehen konnte und jeder verstand, was die Jünger sagten, in ihrer eigenen Sprache. Sowas war noch nie geschehen. Dann fragten manche, was bedeutet das? Was soll dies sein? Aber andere, die lachten und sagten, oh, die haben wohl zu viel Wein getrunken. Da stand Petrus auf und sagte, diese Menschen sind nicht betrunken, es ist ja früh, 9 Uhr morgens. Was hier jetzt passiert, ist, was der Prophet Joel vor Hunderten von Jahren vorhergesagt hatte, dass in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist auf den Menschen ausgießen. Ihr wisst ja, Jesus von Nazareth, der hat Zeichen und Wunder getan, als ein Zeichen, dass er von Gott gesandt wurde. Ihr habt ihn zu Tode getan, aber Gott hat ihn wieder von den Toten auferweckt. Und wir sind jetzt alles Zeugen, dass Jesus lebt und dass er jetzt im Himmel bei der rechten Hand Gottes ist. Da sagt Petrus weiter zu ihnen, alle in Israel sollen dies wissen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Messias, zum Herrscher über alles gemacht. Als die Leute das hörten, da waren sie bedrückt und sie wussten nicht, was sollen wir machen. So sagten sie zu Petrus und den anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir hier tun? Petrus hatte auch da gleich die richtige Antwort. Tut Buße, kehrt um und lasset euch taufen, jeder von euch, im Namen Jesu Christi, für die Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr dieses Geschenk, die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Dieses Versprechen, diese Verheißung ist für euch und für euren Kindern und für allen, die Gott zu seinen Kindern machen wird. Und an dem Tag, das war ein ganz besonderer Tag für die neue Gemeinde. Wisst ihr, wie viele Menschen an dem Tag Jesus annahmen? 3000 Menschen nahmen diese Botschaft an und ließen sich taufen. Wow, das sind viele, viele Menschen. Die Gemeinde, die Jesus gegründet hatte, die wuchs an diesem Tag von ein paar hundert zu über 3000 Menschen. Und diese neuen Jünger, sie kamen jetzt mit den Aposteln zusammen, sie aßen miteinander und sie beteten, sie wollten mehr lernen von Jesus, was Jesus gelehrt hat. Sie teilten zusammen, was sie hatten. Wenn Menschen nicht genug zu essen hatten, dann haben andere mit ihnen geteilt und sie lobten Gott. Sie kamen im Tempel zusammen und jeden Tag kamen mehr und mehr Menschen zu Jesus und wurden ein Teil dieser neuen Gemeinde. Dies war dieses besondere Geschenk, das Jesus am Pfingsttag gab. Wir können sagen, dieser Tag, dieser Pfingsttag, war so wie der Geburtstag von der Gemeinde. Die mehr und mehr Menschen kamen hinzu und Jesus tat unter ihnen viele Wunder und das Wort Gottes ging weiter und viele Menschen kamen zu Jesus. Vielen Dank, dass ihr heute zugehorcht habt. Ich hoffe, diese Geschichte ist euch zum Segen gewesen und dass Gott euch weiter segnen möchte und auch zu uns reden könnte und dass wir diese Gabe, dieses Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass wir das annehmen möchten und weiterhin sein Wort ausleben. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Sonntag. Das Fischlein in dem Wasser, das Rehlein auf der Aa, das Vöglein in den Zweigen, das Blümelein im Tal. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns gibt er noch viel mehr.
die schwarze